herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in einem Video, wie ihr einen Clinch-Knoten macht. Das heißt, wie ihr einen normalen Wirbel oder Köder an eurer Schnur befestigt. Ich habe jetzt hier nur so einen Deckenhaken, so eine dickere Schnur, damit man es halt besser sehen kann. Funktioniert aber natürlich auch mit einer kleineren Schnur. Das zeige ich euch jetzt mal und dann ist es eigentlich schon fertig. So, einmal ein bisschen näher kommen. Ihr geht zuerst einmal hier durch die Öse durch. Dann gehe ich eigentlich nochmal durch die Öse durch, reicht aber auch einmal. Und dann so um die Schnur drum wickeln. Fünfmal sollte genügen oder drei oder viermal auch. Ja, so. So, wenn das jetzt monophile Schnur oder sowas ist oder geflochtene, macht ihr das nochmal ein bisschen nass mit Spucke. Hier ist es jetzt ein bisschen dick und so, das ist jetzt auch eklig. Jetzt dann zieht ihr es einfach so zusammen. Ja, das war jetzt zu groß, der Knoten. Machen wir das nochmal. So, drum wickeln und dann hier hinten durch die Öse durch. Festziehen. Ist bei dickerer Schnur jetzt ein bisschen doof, aber funktioniert auch. Und dann habt ihr hier euren Knoten. Dann könnt ihr das Ende halt immer noch so ein bisschen Abstand muss davon sein. Dann könnt ihr. Ach du Scheiße. Ein bisschen hier würde ich es jetzt abschneiden, aber wenn man hier so jetzt hinfilmt, funktioniert mit der Schere nicht so gut. Das war es dann schon eigentlich alles wieder. Dann gibt es wahrscheinlich nochmal einen Schlaufenknoten. Oder wenn ihr noch eine andere Idee habt für ein Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, zeigt euren Freunden das Video, Likes geben, gerne alle Fragen, die ihr habt, in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr meint, ich habe was falsch gemacht, auch in die Kommentare schreiben. Dann abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.